Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum man Solawi machen sollte. Und das sind auch alle meine Gründe. Und ich würde sagen, ganz prinzipiell ist es einfach eine andere Art von Landwirtschaft zu sagen und eine andere Art von Wirtschaft auch, also nicht nur Landwirtschaft, Wirtschaft auch, zu sagen, hey, wir stehen wieder füreinander ein, wir brauchen Beziehungen untereinander, um das, was der andere tut, überhaupt wertzuschätzen. Also ich bin Sophie Labring, ich stehe hier im Folientunnel der Solawi Krautsalat. Ich wohne hier in Dülmen, wo die Solawi sitzt. Und ich bin eigentlich Ökotrophologin, studierte und habe an der FH Münster auch noch meinen Master draufgesetzt, nachhaltige Ernährungswirtschaft. Und daraus, aus diesem ganzen Interesse für Lebensmittel und für, ich sag mal, nachhaltige Produktion von Lebensmitteln und auch gesunden Lebensmitteln und Wertschätzung dafür, ist habe ich versucht, das alles zu verbinden und habe mir gedacht, sag, wenn ich was finde, dann ist es Solawi. Und es war auf jeden Fall Solawi, das alles verbindet. Genau, und irgendwie bin ich dann eben dazu gekommen zu sagen, hey, bei einer Gruppe von Kursfeld for Future Leuten, also es kam aus der Klimabewegung heraus, haben wir dann zusammen das hier gegründet und ich bin eben Teil davon. Ich bin einerseits Gründungsmitglied, also ich habe das mit vorangetrieben in der Gruppe von ungefähr 10 Leuten und wir dürfen das eben hier umsetzen, was einfach total das Glück ist, weil man eben auch schwierig an Feld, Fläche und überhaupt Gebäuden kommt. Und hier machen wir das eben seit 2021 jetzt und sind eigentlich einer der wenigen Bio-Gärtnereien für Gemüse im Münsterland, würde ich sogar sagen, aber auf jeden Fall in Dülmen-Großfeld. Und hier beliefern wir eben die Leute, oder beliefern, besser gesagt, sie holen es hier ab mit Gemüse, mit gesunden, regionalen und nachhaltigen Gemüse. Ich würde sagen, es ist eigentlich, man sagt immer kurz gesagt, man teilt sich die Ernte und man teilt sich gleichermaßen das Risiko. Weil es gibt eine Gruppe Mensch, das ist die Wirtschaftsgemeinschaft aus Anbauerinnen, also Menschen wie mich, die hier das Gemüse anbauen, aber auch Menschen, die eben das Gemüse verbrauchen. Und die Gemeinschaft sind eine Wirtschaftsgemeinschaft, die gemeinsam diesen Hof betreiben. Und diese Menschen zahlen am Anfang des Jahres, oder sagen wir Anfang des Jahres, wie viel sie das gesamte Jahr über zahlen können, also pro Monat. Und dann legen sie sich auf einen Betrag fest, also verbindlich für 12 Monate. Und dann alles, was im gesamten nächsten Jahr geerntet wird, wird durch diese Anzahl der Menschen geteilt und jeder kriegt genauso viel, wie da ist. Und dann hast du halt mal das Glück, dass ganz, ganz viel da ist und dann kannst du auch alles mitnehmen. Und du hast das Pech, wenn zum Beispiel Hagelschäden, Dürre, was auch immer so in der Landwirtschaft kommen kann, dass halt vielleicht auch mal nichts da ist und die Kiste leer ist, aber du hast es trotzdem bezahlt, weil die Anbauerinnen ja genauso für dich gearbeitet haben gerade. Ne? Die sind ja genauso betroffen wie man selber. Und da teilt man eben gemeinsam eben das Risiko auch neben der Ernte. Und das würde ich glauben, ist so kurz gesagt eigentlich das, was solidarische Landwirtschaft ausmacht. Und ich dachte immer, ach, ich mache auf jeden Fall ein Restaurant auf, ein Café danach. Also auf jeden Fall irgendwann den Dienstleistungsbereich. Ich habe mich viel zum Thema Fairtrade auch auseinandergesetzt. Aber weil ich relativ schnell gemerkt habe, boah, ey, so wie die Lebensmittelproduktion jetzt gerade läuft, ist nicht mein Ding, kann ich nicht Teil von sein. Also ich kann nicht zu Nestle gehen und sagen, ich arbeite da jetzt oder zu irgendeinem anderen großen Unternehmen. Und dann habe ich irgendwie nach Alternativen gesucht und ich würde sagen, dass gerade der Master Nachhaltige Ernährungswirtschaft mir halt aufgezeigt hat, was es alles an Alternativen gibt. Und ich glaube, der zweite große Punkt ist die Vernetzung. Also man ist ja einfach, man lernt so viele Leute aus der Region kennen, Menschen, die ähnliche Jobs dann im Nachhinein machen, also meine ganzen Kommilitoninnen. Da kann ich nur von profitieren. Die einen gründen einen Ernährungsrat, die anderen gehen selber in die Landwirtschaft, die nächsten arbeiten, keine Ahnung, bei Davat. Solawi ist, glaube ich, ein ganz großer Teil unserer Lebensmittelversorgung. Also wir haben gerade ein exponentielles Wachstum. Es gibt seit 2011, da gab es so um die 11 Solawis, jetzt gibt es schon 400. Das ist die Tendenz extrem steigend, es gibt so viele Neugründungen. Also es wird jede Stadt wird 2, 3, 4 Solawis haben.